Donald Trump ist impeached, aber die Aktienmärkte reagieren kaum. Was kommt jetzt? Das ist die Frage. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte in einer Situation, wo die Nachrichtenlage doch deutlich dünner wird. Deswegen ist das natürlich das große Highlight, das Impeachment von Sid Donald. Schauen wir uns mal an, wie es gelaufen ist. Hier sehen wir die Ergebnisse von den Demokraten. Haben 228 im Abgeordnetenhaus mit Ja gestimmt. Einer hat sich, ein Independent, also ein Unabhängiger, hatte mitgestimmt. Zwei haben Nein gestimmt von den Demokraten, während alle Republikaner mit Nein gestimmt haben, ohne Ausnahme. Beim ersten Abuse of Power Vorwurf, also Machtmissbrauch. Beim zweiten Vorwurf Obstruction, also Behinderung der Justiz, haben drei Demokraten mit Nein gestimmt. Alle Republikaner mit Nein gestimmt, bei einer Enthaltung auch bei den Demokraten. Also es ist so, dass die US-Republikaner geschlossen hinter Donald Trump stehen. Und jetzt schauen wir uns schlichtweg mal an, was eigentlich jetzt passieren müsste. Wir sind jetzt hier Trump impeached, nachdem jetzt im Abgeordnetenhaus eben die Mehrheit für die Absetzung von Donald Trump gestimmt hat. Aber jetzt kommt es eben zum Trial im Senat, wo die Republikaner 53 Sitze haben, die Demokraten nur 47. Und sie müssten eben, nämlich die Demokraten, zwei Drittel aller Stimmen, also 66 Stimmen, erreichen. Das ist so gut wie ausgeschlossen. Und dadurch bleibt uns wohl das vielleicht noch größere Übel. Mike Pence als Vizepräsident, der automatisch dann an die Stelle des US-Präsidenten rücken würde, wenn der Senat sagen würde, ja, wir bestätigen das Impeachment, dann bleibt uns dieser Mike Pence, ein evangelikaler Spießer, auf Deutsch gesagt, bleibt uns dann erspart. Also, das ist die Situation. Jetzt aber sind die Dinge natürlich wieder mal etwas raffinierter, als man glauben könnte, denn es dürfte so sein, dass jetzt normalerweise die Geschichte so ist, dass praktisch das Abgeordnetenhaus Vertreter stellt, die wie als Ankläger, wie eine Art Staatsanwalt vor dem US-Senat die Sache vorbringen, warum Trump impeached werden soll, warum Trump abgesetzt werden soll. Jetzt aber sagt Pelosi und die US-Demokraten sagen sich, naja, wir haben derzeit ja überhaupt keine Chance, dass das im Senat durchgeht, deswegen werden wir damit warten. Man versucht also faktisch seitens der Demokraten auf Zeit zu spielen, um sozusagen Stück für Stück das Image von Donald Trump auszuhöhlen, um möglicherweise auch nochmal Zeit zu haben, neues Belastungsmaterial gegen Trump zu finden. Das wird also möglicherweise eine Never-Ending-Story, die zumindest bis zur Wahl im November 2020 sich hinziehen wird. Das ist das eine. Das Wichtigere aber ist eigentlich, was ist an den Märkten los? Und hier sehen wir, dass wir in jeder Hinsicht auf extremem Niveau sind. Wir haben jetzt die Schwelle von 150% überschritten der Marktkapitalisierung, so muss es heißen, des US-Aktienmarkts zum amerikanischen BIP, war noch nie so hoch, selbst in der New Economy Bubble nicht. Wir sehen, dass hier jetzt eben die Schulden der Amerikaner 4,61% betragen, respektive das Defizit, das die Amerikaner jetzt erzeugt haben in 2019. Das ist der höchste Wert jemals außerhalb eines Krieges, den damit die Amerikaner geschafft haben. Die Situation erfordert, dass eben immer mehr Staatsanleihen emittiert werden, weil eben immer mehr Geld gebraucht wird von jenen, die bereit sind, hier noch die Staatsschulden zu finanzieren. Und das ist sozusagen der Grund, warum der Repo-Markt in Probleme gekommen ist. Es gibt zu viel Angebot an Staatsanleihen. Das wiederum sorgt dafür, dass die Fed dann dagegen agieren muss durch massive Injektionen von Liquidität. Und das sorgt dafür, dass die Aktienmärkte nach oben gehen. So simpel könnte man vielleicht diesen Zusammenhang beschreiben. Wir sehen hier, dass das Sentiment an den Aktienmärkten in den USA nur zweimal in den letzten zwei Jahrzehnten so bullisch war wie derzeit. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben grundsätzlich eben aber das Problem, dass wir ein Auseinanderklaffen haben, und das ist vielleicht der zentrale Chart schlechthin. Das ist das BIP-Wachstum, der blaue Chart, und der gelbe Chart ist der Schuldenwachstum, und wir sehen, seit der Finanzkrise wachsen die Schulden deutlich schneller als die Wirtschaft. Genau das ist wahrscheinlich das Kernproblem, das ist sozusagen das Kernthema in der ganzen Geschichte. Die Notenbanken versuchen, diesen ungesunden Prozess irgendwie auszugleichen durch Liquiditätszuflüsse in der Hoffnung, naja, die Wirtschaft wird dann schon wieder wachsen, sodass wir uns diese Schulden, die permanent wachsen, auch irgendwie leisten können. Aber genau das gelingt nicht, sondern durch die Politik der Notenbanken ist die Neigung zur Verschuldung noch höher. Das heißt, die Notenbanken beschleunigen im Grunde hier
dieses Schuldenwachstum beschleunigen, die parabolische Kurve hier dieser Schuldengrafik, während das BIP eben anämisch vor sich hin dümpelt. Da passiert nicht allzu viel. Wir haben trotz Steuerreform in den USA etc. haben wir doch ein relativ geringes Wachstum. Was wird heute passieren in die Charts? Was wir hier sehen, ist the DAX 12.232, der deutsche Leitindex, die Charts, meine Damen und Herren. Ja, die sind von Capital.com. Der deutsche Leitindex, der hatte wenig aus der ganzen Geschichte gemacht. Die Amerikaner gestern stärker. Man wartet auf den großen Verfall. So sieht es aus. Schauen wir uns die US-Indizes an. Sehen wir hier den S&P 500 hier in dieser Seitwärtsbewegung. Hat es noch nicht bis zur 3200er Marke geschafft. Nur ganz wenig hat dazu gefehlt. Wir sehen den Tech-Index jetzt an der Schwelle der 8600er Marke. Was wird der Euro aus der ganzen Geschichte zaubern? Wenig. Es ist schon ein bisschen vorweihnachtlich, was derzeit passiert, also ein bisschen ruhig. Aber der große Verfall hat vielleicht nochmal das Potenzial, die Dinge hier zu drehen. Wir sind bei 1,1127. Wir haben Gold bei 1476 und wir haben dann das Crude Oil, das amerikanische, bei $60.81. Also das ist so ein bisschen die Story des Tages, sind natürlich dieses Trump-Impeachment. Es wird wahrscheinlich eine Never-Ending-Story. Trump wird heute auf Twitter sicherlich noch die eine oder andere Kanone Richtung Demokraten schießen, fraglos. Aber die Märkte zucken, die Aktienmärkte zucken bisher überhaupt nicht, weil man eben sich sagt, naja, guckst du, wenn nicht mal im Abgeordnetenhaus ein einziger Republikaner für diese Amtsenthebung stimmt, wie soll dann im Senat eine Mehrheit der Republikaner dafür stimmen? Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ansonsten geht es jetzt ruhig erstmal in diesen Donnerstag. Heute nur Philadelphia Fed Index, ansonsten von der Datenseite sehr ruhig. Japanische Notenbank mit einer Sitzung. Wir lassen alles, wie es ist. Möglicherweise wird China morgen nochmal den Leitzins senken. Das könnte sein. Und ansonsten warten wir auf den großen Verfall. Morgen gibt es keinen Videoausblick, weil ich da in Frankfurt bin bei einem Interview, das Sie dann auch auf Finanzmarktwelt sehen können. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und einen guten Start in diesen Donnerstag. Bis dann. Servus.